Hallo zur neuen UV-Video-Wochenschau. Heute gab es hohen Besuch bei uns, denn Jan und Libet kamen mit dem Marktausschuss in unsere Redaktion. Dabei gab es auch eine offizielle Einladung zum Stoppelmarkt 2017. Und unsere Lohne-Reporterin, die ist mal der Frage nachgegangen, wer dort eigentlich Urlaub macht. Dafür hat sie sich mit Eva Deutschländer vom Städtischen Infopunkt getroffen. Die steht nämlich Gästen und Einheimischen bei der Freizeit- und Urlaubsplanung mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben hier unsere Rispentomaten. Und ein neuer Hofblick ist da. Dieses Mal haben wir uns mit dem Tomatenanbau beschäftigt. Die sind jetzt fast erntereif, also die werden morgen geerntet werden. Die sind schön gleichmäßig ausgefärbt und das ist das Besondere oder das Wichtige an der Rispentomate. Zum Schluss wie immer noch ein Veranstaltungstipp für euch. Am Freitag startet das letzte Staatsforsten. Das Open-Air-Festival beginnt um 17 Uhr und wir haben uns vorab mit den Organisatoren getroffen. Ich bin Alex vom Staatsforsten Open Air, erster Vorsitzender der Open Air Initiative, die hinter diesem ganzen Festival steht. Und ja, wie ihr seht, sind wir gerade mitten im Aufbau für unsere letzte Veranstaltung. Genau, ich bin Johannes, ich kümmere mich so ein bisschen um Öffentlichkeitsarbeit und habe auch ein paar Bands gebucht. Junge Musiker kriegen bei uns hier immer wieder die Chance, sich zu präsentieren. So auch dieses Jahr, die ersten Bands jeweils kommen aus der Region. Unsere größten Highlights waren es, so selbst auf der Bühne zu stehen mit verschiedenen Bands. Okay, liebe Leute, letzte Chance, nochmal vorbeizukommen. Staatsforsten Open Air, 32. Auflage, leider auch die letzte. Genießt diese Abschiedsparty mit uns.